Also ich bin Lilly, bin 20 Jahre alt, meine Einsatzstelle ist die Universität der Künste. Ich bin in der Presse- und Kommunikationsabteilung und genau, ich wohne im Bezirk Kreuzberg. Also eigentlich wollte ich direkt nach dem Abi studieren. Das hat dann aber nicht geklappt, weil ich die Bewerbungsfrist verpasst habe. Und dann dachte ich mir so, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich von Bekannten gehört, dass ein FSJ sehr cool sein sollte, wollte aber kein generelles FSJ machen, sondern irgendwas anderes, weil ich nicht im Krankenhaus arbeiten wollte, ich wollte nicht mit Kindern arbeiten, ich wollte irgendwas Kulturelles machen, weil ich so ein bisschen kunstaffin bin und dann bin ich aufs FSJ Kultur gestoßen. Also die Universität der Künste ist die weltweit größte Hochschule. Genau, und es gibt vier verschiedene Fakultäten, Gestaltung, Musik, bildende Kunst und darstellende Kunst. Und das ist sozusagen alles in einer Uni vereint. Und das ist das Besondere an der Uni. Also generell habe ich sehr viel am Schreibtisch zu tun. Also wenn ich morgens komme, dann lese ich meistens die Zeitungen zuerst. Also tagesaktuelle Zeitungen, also Tagesspiegel, die Taz und so weiter. Die haben wir alle abonniert und suche halt UdK-relevante Themen raus. Also alle Artikel, wo die UdK erwähnt wird, muss ich raussuchen, einscannen, sowas. Ich muss E-Mails beantworten, ich muss Telefonate führen und annehmen. Im Moment bin ich mit der Datenbank sehr beschäftigt, weil wir das neue Journal, neue Datenschutzerklärungen haben und wir alle Leute nachtragen müssen. Mir gefällt das Arbeitsklima sehr gut. Also ich habe sehr viel Freiraum. Ich kann auch mal sagen, nee, jetzt mache ich was anderes. Ich möchte jetzt lieber Facebook machen, ich möchte jetzt lieber Instagram machen. Und die Kolleginnen sind sehr nett alle zu mir. Ich finde es auch gut, dass ich sehr unterschiedlich arbeiten kann. Also ich kann Zeitungen lesen, ich kann E-Mails beantworten, ich kann Telefonate führen. UdK ist ein sehr großer Tanker, sagen wir mal, wie eine Behörde. Und alles muss ich vorher mit mindestens drei Personen rücksprechen, bevor ich einen Schritt nach außen tue. Und das ist halt nervig, weil ich so abhängig von anderen Menschen bin. Aber das ist nun mal so. Ich finde nicht unbedingt Freiwilligendienst ist wichtig, aber generell ein Jahr oder zwei Jahre, wo man sich so orientieren kann und gucken kann, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was kann ich noch nicht, was sind überhaupt meine Interessen, das finde ich wichtig. Die Stundenanzahl und für die Arbeit, die ich mache, finde ich schon, dass ich mehr Geld verdient hätte, aber da es ein Freiwilligendienst ist, verstehe ich das auch, aber ich fände es trotzdem wenigstens auf Minijob-Basis, also 450, fände ich okay, also fände ich gut.